Saftiges Grün und eckige Bäume. Naja, die Grafik ist halt aus dem Jahr 98, aber dafür war es echt sagenhaft. Mit diesen Worten begrüße ich euch zu einem neuen Part von Ocarina of Time Master Quest. Und bevor ich weiterzählen kann, werden wir erst einmal von einer übergroßen Eule gestört. Sei willkommen. Bist du bereit, Michael? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, dass dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Du kannst leicht reden, du musst das ja nicht alles machen, Mensch. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Ja, ich weiß, Digimon hat das auch schon erzählt. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Ja, Mann, die kenne ich. Hast du alles verstanden? Ja. Mann! Ja. Hast du alles verstanden? Runter? Ja. So sei es. Setz deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Gut. Wieso will die Säule eigentlich immer ihre Anweisungen wiederholen? Ich meine, hält sie uns wirklich für so bescheuert, Mensch? Das war ja schließlich kein Französisch oder so. Naja. Zumindest ist sie jetzt abgehauen. Vorerst zumindest. Die sehen ja noch das ein oder andere Mal wieder. Navi will auch schon wieder was. Das ist schon der Nacht. Bevor ich vergesse, was ich noch sagen wollte, bevor uns diese Eule unterbrochen hat. Im letzten Part haben wir die Spinnenkönigin, eingeschenkt Ganondorf, seinen Negobaum getötet und so gehofft, ihn gerettet zu haben. Oh, Pustekuchen. Nein, jetzt kommt die schon wieder. Ja, der Degobaum ist dahingeschieden und im Dorf machen wir uns dafür verantwortlich. Soviel zum Thema Außenseiter. Und deshalb machen wir uns auf den Weg zum Schloss in Hyrule. Denn wie schon alle, wie jetzt schon der Degobaum und auch die Eule gesagt haben, die Prinzessin teilt unser Schicksal. Und jetzt muss ich leider warten, bis die Zugbrücke wieder runtergeht. Und derweil. Sie kann nicht. Ah, doch, sie kam. Den Knochentypen, hey. Wysikowski. Ich sag noch was. Ich weiß, Navi, ich weiß, wie ich sie sehen muss. Danke. Tschüss, Wysikowski. Mann! Ciao. Munition kann auch nicht schaden. Kommt der nächste. Ist er einfach zu langsam? Von hinten anschleichen. Wow, da kommt der große Bruder von allen. Der war bestimmt mal in seinem Leben Bodybuilder oder so. Aber es nützt mir auch nichts als Knochentypi. Money! Das einzige Gute, was diese Typen einbringen, ist Money! Das ist ein Rubin. Die ziehen gerade relativ wenig ab, ich sehe. Gebertag bringt es auch noch nicht. Oh nein. Voll ins Face. So. Haut doch mal ab! Ja, jetzt sehen sie wohl dann, meine Güte. So, jetzt können wir uns mal schnell die Hylianische Steppe ansehen, bevor wir Stadt Hyrule betreten. Wie oft habe ich sie schon gesehen, beziehungsweise bin darauf entlang marschiert und geritten. Ne, jetzt mal im Ernst, das ist bestimmt schon das 10. Mal, dass ich eine Version von Ocarina of Time spiele. Ist aber auch ein echt episches und geiles Game. Übrigens, Freunde, bis heute mein Lieblings-Zelda-Spiel, obwohl es schon derbe alt ist. Schon 13 Jahre alt, hm? Aber erst mit Ocarina of Time bin ich auf den Geschmack für die Zelda-Serie gekommen. So, wir können auch noch ein paar Rubine abstauben. Da können wir auch mal helfen hier. Na egal. Die Musik ist auch nicht schlecht. Seht ihr, geht ganz fix. Autsch! Mann, Link, ich geh in Stahl schlagen! So. Und ich hoffe mal, es ist noch so wie im Original. Und hier ist eine Skulptula, bingo! Also stimmt es wohl, dass die Funker des Skulpturas nur in den Dungeons zu haben sind. In der Oberwelt sind sie noch gleich geblieben. Gott sei Dank. Wir haben jetzt eigentlich? 2, ja, wie erwartet. Bevor ich es vergesse, könnten wir schnell die Ocarina ausrüsten. Die brauchen wir nämlich nachher noch. So. Machen wir endlich mal weiter. Der Marktplatz in Hyrule. Ziemlich belebt, hm? Wie die aussehen, ey.
Naja, sagt die alte Grafik. Was will man machen? Hm? So. Hier ist sie ja. Diese Kleine, die müssen wir ansprechen, denn die will was von uns. Servus, na wie geht's? Also, wenn du ein Österreicher bist, bin ich Zelda. Und übrigens, du bist auch nicht größer als ich. Oh Mann, Kadetta. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Ja, jetzt ist sie doch freundlich. Woher kommst du? Für den Satz hat es aber echt lange gebraucht. Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ja, ich bin der Junge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die Lon-Lon-Farm. Lon-Lon-Farm? War das zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern? Doch bisher kam er nicht zurück. Und wieso sollte mich das jetzt interessieren? Unser Satz ist, hm? War das zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern? Doch bisher kam nicht zurück. Ja, das hast du schon mal gesagt, aber was soll mich das interessieren? Mann, hey, du Assi! Mann, hey, es war doch nur bloß eine Frage. Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts unternehme. Okay, dann gehe ich halt los. Meine Güte, was für eine Zicke. Eine typische Frau, oder? Immer soll man nach deren Meinung tanzen. Liegt das bei... Naja. Sag jetzt dazu mal lieber nichts, weil sonst fange ich nachher wieder eine. Ich kenne das doch. Da ist sie wieder. Ja. Two-Face oder was? Die Prinzessin findet sich im Schloss. Doch hüte dich von Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Sag mal, das tut doch weh, oder? Bist du hier auf diesem Grund nie in die Zeit ihren gewohnten Lauf? Eine tolle Antwort auf meine Frage. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Range, steht die Zeit still. Range. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich von Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein, bitte nicht, um Gottes Willen. Du scheinst die Gabe der Weise zu besitzen. Erstens, wir sprechen die gleiche Sprache und zweitens, es waren doch gar keine komplizierten Wörter dabei, meine Güte. Ich mal schnell gucken. Yep. Wieder eine. Komm schon, wenn ich so nah an der Rand ziehe, nehme ich ein ganzes Herz ab. So, bevor ich jetzt hier weiter kann, muss ich nochmal schnell zurück in die Stadt. Damit die kleine Marlon nicht mehr da ist. Ganz ein Fix, wa? Und jetzt kommt das echt Verrückte, Leute. Steht ihr doch tatsächlich da? Wie um Gottes Namen ist die an mir vorbeigekommen? Naja. Eine Frau, nein. Den Spruch spare ich mir jetzt. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Willst du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Naja, Väter halten. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Hihihi. Was denn? Ei, ei. Ja, ein seltsames Ei, besser gesagt. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte, aber was passiert? Ja, warte, schalt. Ja, ja, ich kann es ausrüsten. Mann, ist gut, so. Damit ich ins Schloss gelange, muss ich leider hier oben durch, weil... Na, zum einen ist... Da seht ihr, es ist versperrt, da komme ich nicht durch. Die wollen keine Besucher. Ich bin keine Eindringlinge. Und zum anderen muss ich mich hier hereinschleichen. Dazu muss man bestimmt den Pfad folgen. Wow, Link, also ich muss schon sagen, du bist mutig. Ja, die kann man wieder. Du bist mutig, ey. Also ich würde mich ja nicht getrauen, von da runter zu springen. Aber ist jetzt auch egal. Jetzt muss ich aufpassen, aber es war der Weg. Yep. Wir sind eigentlich schon blöd, oder? Link macht ja übelst den Kracher, die merken überhaupt nichts. Ey. Oh mein Gott, kurzsichtig und auch noch taub. Was sind das für Wachen? Der König kann einem leid tun. Der wundert es doch keinen, dass Ganondorf nachher hier übelst nicht stumm gemacht. Egal. Ich sollte aufhören, zu Musik zu reden. Das passt irgendwie nicht so. So, und hier durchmarschieren kann ich auch nicht, weil... Ja, wobei. Könnte ich? Könnte ich wirklich ja durchmarschieren, ohne dass die mich merken? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Kann ich auch mal ein bisschen Geld abzwacken. Beziehungsweise einzacken, nicht abzwacken. So, dann gehe ich hier rauf. Und hier gibt es auch noch eine goldene Skulptur zu holen. Aber dafür brauche ich die Hymne des Sturms. Was auch ziemlich ungelegen ist, dass ich jetzt vom Weg her will. Hierhin zurück komme ich nachher nicht mehr als Kind. Ja, deshalb würde ich sagen, hole ich mir die als eine der letzten. Vielleicht sogar die letzte. Mal schauen.
Und da vorne sehen wir ihn bereits. Der alte Knacker. Du Typi? Gummel, Gummel. Milch frisch abliefern. Muss mich beeilen. Dein starken Akzent. Er hat sich gerade Nacht und ich. Ich muss leider warten, bis das Huhn endlich aus dem Ei ausgerüttet ist, damit ich den Fettsack da aufwecken kann. Das ist die Frage, sollen wir jetzt hier wirklich warten oder soll ich das schnell schneiden? Nämlich das Wasser schneidet er schnell. Bis gleich! Link langweilt sich auch. Und es wird langsam Tag. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm schon, du. Ja, es ist ausgebrütet. Gott sei Dank. So. Komm schon. Okay. Ja, weiß ich doch. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ey, Alter, du schläfst hier seit über einem Tag. Wie ein Ansiedel. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der London Farm. Na, servus. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Kurz ausruhen wollte, der ist gut. Was? Malon sucht nach mir? Dann bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte dir doch versprochen. Aber ja, das läuft nicht gut. Wieso Leute? Wieso rennt er da so davon? Ich meine, es ist doch nur seine Tochter, die sich aufregt. Meine Güte, ein erwachsener Mann. Ja! Der Angst seiner Tochter hat. Das sieht man auch selten. Das ist eine der vielen humorvollen und ich würde auch sagen lustigen Einlagen von Ocarina of Time. Komm schon, Link. Etwas hin, ich sehe gerade der Part ist gleich vorbei. Hätte ich beinahe einen Fehler gemacht, ich glaube es nicht. Es zieht sich etwas in die Länge, ich weiß, aber ja, wird schon. Oder jetzt nicht allzu lange, von daher. Und das letzte Mal. Gibt es gleich eine Musik ertönen? So, jetzt können wir da hoch. Link. Hinauf, genau. Ziehen und Geronimo! So, jetzt sind wir endlich im Burghof. Oder? Ja, Burghof! So, das Problem ist ja, wir sollen so Prinzessin, aber durch den Haupteingang geht es nicht, also müssen wir uns hier vorbeischleichen. Und wie wir das machen, seht ihr im nächsten Part. Ciao!